Der Hänger wird nach Bonn geliefert. Schön. Dann können wir nämlich gleich auch hier ein bisschen hier Fax und Telefone, glaube ich. Obwohl, wir gucken nachher erstmal nach, wo die Telefone günstiger sind. Da gibt es auch wieder Unterschiede. Wir brauchen aber jetzt auch noch eine Sattelzugmaschine, aber die könnten wir ja auch vor Ort in Bonn kaufen. Gucken wir mal, will 170.000 kosten, PS 335. Ich würde aber an deiner Stelle dann erstmal bei der German Bank anrufen und sagen, hier, wir brauchen ein bisschen mehr Kredit. Ja, aber du weißt schon, das haben wir ja letztes Jahr gehabt, wir müssen erstmal ein, zwei LKWs kaufen, dann die Greenwerbung drauf lackieren und dann können wir erst den Kredit erhöhen. Das weiß ich jetzt so nicht mehr, ist jetzt alles auch schon wieder über ein Jahr her. Ich weiß, na, aber ich habe mir das Video letztens noch angeguckt, wo du ganz erstaunt warst, wo ich es gezeigt habe. Am besten vorher auch keine Rechnung bezahlen. Ja. Damit der Kontostand relativ gut ist, weil ich glaube, das könnte die Kondition auch noch nach oben treiben. Genau, ich rufe mal kurz eben an. Der wird uns jetzt nämlich sagen, wenn ich sage, hallo, ich bin Wehofner, ich möchte meinen Kredit erhöhen. Okay, alter Rahmen beträgt 250, jetzt können wir auf 1 Million hoch. Und irgendwie, wenn wir dann lackieren, konnten wir auf 3 Millionen hochgehen. Irgendwie sowas war dann gewesen. Dann warten wir erstmal. Desto besser der Kontostand ist, glaube ich, oder zumindest desto höher der Firmenwert. Genau. Sozusagen. Okay. Also wir können jetzt noch auf minus 250.000 gehen, damit hätten wir 500.000 im Moment, die wir verballern können. Also das würde erstmal reichen. Ich leg wieder auf. Bei Moment. Wir haben doch gerade eben im PC gesehen, dass unsere Firma sowieso einen Verlust hat von 250.000, oder? Oder jetzt, waren das 2 Millionen? Das waren 2 Millionen. 2,3. Ja. Gut, dann habe ich nichts gesagt. So, ich guck mal kurz. 170.000 wird der kosten. Hä, PS. 335. Warte mal, was hat der? Der hat weniger PS, aber einen kleineren Tank. Der hat mehr PS, aber der Tank ist... noch kleiner. Ja. Also das heißt dann, den müssen wir schneller tanken, wenn das Gas getreten wird. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal vor Ort bei uns. Warte mal, Tank hat keiner von denen gehabt. Mhm. Ja, du wolltest was sagen. Ja, ist die Frage, willst du, wenn wir gerade noch hier sind, auch noch gucken, was die Telefone kosten, oder? Ja. Und Fax? Fax will ich gucken, aber wir können zum Beispiel auch gleich eine Werbelackierung anstimmen. Die kostet ja überall gleich, habe ich gesehen. Ich will nicht kaufen, ich gucke jetzt einfach nur. Fax würde kosten 3.555. Ja, so teuer waren die damals. Okay. So, guck mal hier mal. Das finde ich eigentlich ziemlich krass für einen Fax, 3.500 Mark. Das ist ja zumindest ein portables Fax, muss man ja bedenken. Und hier kostet es ein bisschen mehr. Nein, klar, es ist definitiv teuer, aber wenn du bedenkst, was damals ein Handy gekostet hat. Und wie groß okay, die damals waren. Okay, was wir damals auch für Handys hatten, ja, diese Milchtütenteile. Und dann ein Fax zum Rumtragen, mehr oder weniger. Da ist es fast wieder günstig, so gesehen. Gut, wenn man es so sieht, ja. Warte mal, eben Fax kaufen. Inklusive auf Euro umrechnen. Also hier ist es schon mal ein bisschen billiger wieder. 3.448. Was willst du denn da umrechnen? Du streichst einfach das D-Mark und schreibst Euro hin. Na mittlerweile ja. Richtig. Ich das sag, meinte ich. Wenn ich bedenke, früher hat man einen Tank vom Auto mit 50 Mark voll bekommen. Heute ist der Tank voll und da bezahlst du 60 oder 70 Euro. Wollte ich gerade sagen, also das Billigste, was ich getankt habe in D-Mark, wo ich meinen Führerschein gemacht hatte, war 1,53 Mark. So viel tanke ich mittlerweile in Euro. Pro Liter. Mhm. Ja. Was? Ein Containergläser mit seine. Okay. Der ist schon zurück. Sehr gut. Ich wollte noch gucken, wieder Fax kaufen. Das ist teurer. Okay, also das billigste Fax, was ich jetzt gerade hatte, das war der jetzt hier, von den vier. Bei dem rechten Händler in Bonn. Mhm. Okay. Der war 3.400 paar gequetschte. Ich würde sagen, da schlagen wir jetzt mal zu.
zumindest so einen kleinen Preisvergleich zu haben. Ja. Weil wenn wir jetzt alle durchgucken würden, da würden wir jetzt Stunden hier sitzen. Ja, und uns würden die Aufträge auch aus dem Haus schlattern. Sollten wir auch demnächst wieder ins Büro fahren. Ja, machen wir. Sobald wir da durch sind, ja. Okay, das wird hier. Obwohl, wir haben ja Zeit, wir legen ja gerade eine Nachtschicht ein bei der Aufnahmesession. Okay, LKW-Art wechseln. Gliederzug, Tankwagen. Okay. Die restlichen scheinen eins zu haben. So wie es aussieht, ja. Und Telefone müssen wir auch eben gucken. Boah, die kosten auch 4.000. Boah, hohoho. Krass, echt krass. Ja, ich guck mal eben hier. Wird wahrscheinlich noch teurer sein. Telefon kaufen. Ja, kostet. Also das billig. Also ich denke mal, die sind genauso wie die Faxgeräte, dass die anderen Händler auch teure Preise haben. Mhm. Deswegen fahren wir zurück zu unserem jetzigen Stammhändler. Kaufen ein Telefon oder auch mehrere, je nachdem. Telefon kaufen. Ach, der hat schon eins, das ist ja okay. LKW hat wechseln, Gliederzug, Container. Telefon kaufen, das war's. Und wir werden jetzt auch eben... guck mal, was mir auch gerade auffällt. Nagelneu AG. Nein, ich sehe gerade, du kannst nicht bei jedem LKW-Händler eine Lackierung machen lassen, eine Werbelackierung. Aber ich denke, das werde ich damals vor über einem Jahr auch schon mal gesagt haben, als wir das zweite Mal neu angefangen haben. Jupp. So, und die können wir jetzt alle hier mit Greenwood bekleistern. Mache ich jetzt auch mal. Klar, wir könnten jetzt auch mit unserer eigenen Werbung die LKWs bestücken. Dann bringt aber nichts. Ja, also ich habe mal gelesen, würde bringen, dass wir ein bisschen bekannter werden, weil wir fahren mit unserer Werbung, aber wir wollen ja Geld haben und deswegen machen wir Greenwood. Jo. Mal gucken, eben Information, wir haben 5. Die Lackierung kostet, glaube ich, 30... Ah ja, steht da oben, 39... Warte mal eben, Quatsch. 25.000 D-Mark kostet die Lackierung und Greenwood gibt uns dafür, dass wir dann ihre Werbung fahren, 39.000 Mark. Also schöner Gewinn, ja. Doch, für das, dass wir dafür eigentlich nicht viel machen müssen. Mhm. Das Ganze 5-mal machen können. Ja. Schade, dass man nicht sagen kann, automatisch hier irgendwie, dass man sagen kann, lackiere alle LKWs mit der Greenwood-Werbung. Da zollen wir ein bisschen Tribut an das Alter des Spiels, glaube ich. Ja. Aber hier steht sogar frei, besetzte LKW. Okay, besetzte durch Werbung. Okay. Sind wir, glaube ich, alle ein wenig verwöhnt, die neuen Spiele. Ja. Apropos verwöhnt. Hier, Eddie, ich hatte ja mal in einer der letzten Folgen, ich glaube, in der letzten Session von uns war es sogar gewesen, mal gesagt, ich finde es ganz gut, wenn man auch gebrauchte LKWs kaufen kann. Ja. Beim Planer 3 kannst du es übrigens. Habe ich in deinem Let's Show gesehen, ja. Mhm. Das Einzige, was mich am Planer 3 ein bisschen stört, ist, dass es mehr so aufgebaut ist wie die Sims. Und weniger um die LKWs geht. So weit bin ich leider noch nicht. Also beim Planer 2, den habe ich mal auch angespielt. Da hast du recht, da geht es weniger um LKWs, da hast du, glaube ich, alles Mögliche. Irgendwie Bodyguard-Service oder was weiß ich da alles. Aber da kam ich noch nicht zurecht. Und beim Planer 3, ich habe erst gedacht, ich sehe nicht richtig, als ich aus dem Büro rausgekommen bin. Ja, es hat sich alles so ein bisschen gewandelt, leider. Ja. Und dann beim Planer 4, da sitzt ja nur noch bei dir im Büro vor deinem Computer und da kommst du nicht mal mehr raus, habe ich gesehen. Ja. Das ist, ja, ich weiß nicht. Gut, wir haben gekauft Fax, wir haben Telefon, wir haben Werbung gekauft. Was brauchen wir jetzt? Wir müssten eigentlich noch eine Zugmaschine kaufen. Tankgröße, okay, 304 Liter, sieht schon mal gut aus. 382 PS ist auch in den Top-Werten eigentlich. Ja. Okay, Preis geht auch. Also ich würde jetzt spontan würde ich den jetzt kaufen.
Fax und Telefon ist vorhanden. Warte mal, nee. Eben. Doch, bei dem schon, ne? Bei den. Ja, ist beides vorhanden. Also für den Preis würde ich den jetzt... Kann man nichts sagen, ja. Den würde ich jetzt einfach nehmen. Kaufen. LKW kaufen. Wird nach Bonn geliefert. Werbelackierung. Kannst du bei einem Sattelaufleger nicht machen. Also bei der Sattelzugmaschine. Stimmt ja. Stimmt ja. Haben wir damals auch rausgefunden, obwohl es Quatsch ist. Du kannst ja eigentlich an den Türen die Werbung eigentlich von Greenwood machen oder vorne. Irgendwie theoretisch. Oder hier an den Seiten nach. Theoretisch geht's, aber hat man wahrscheinlich damals nicht dran gedacht. Okay. Geht wahrscheinlich dann, wenn nur bei dem Sattelauflieger halt eben für Container für Kühl etc. Jetzt muss ich mal gucken, Kühl, wo du gerade Kühl sagst. Was mussten wir jetzt als Gliederzug kaufen? Den Tankwagen, ne? Tank, und zwar 29 FE fehlen uns da. Warte mal, kann ich gleich mal gucken. Hier hätten 14. wir einen mit 14 und wir hätten so gleich einen Auflieger, einen Anhänger meine ich. 15. Das wird genau reichen. Ja. Auch da bin ich jetzt frisch und frei, kaufe ich mal. Oh, und du siehst, wir haben sogar schon Geld gutgeschrieben gekriegt von der Lackiererei-Aktion. Das ist nicht mal wenig. Ja. Aber du musst gleich bedenken, dass wir dann wieder 29.000 dafür pro LKW wieder abdrücken müssen für die Lackierung. Aber wir können die neuen jetzt ja dann auch lackieren noch. Genau. Um mich, dass irgendwie nur die LKWs lackiert werden, nicht die Anhänger, die hinten dranhängen. Ja, das wundert mich gerade auch. Das ist, glaube ich, ein selber Logikfehler wie bei den Sattelaufliegern. Wahrscheinlich. Wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Okay, das reicht. Oder täusche ich mich da jetzt? Ich glaube, man kann die Sattelaufleger auch nicht, also die Sattelanhänger auch nicht lackieren. Mhm, ich glaube auch nicht. Es geht wirklich nur die LKWs, die Gliederzüge. Mhm. So, ich gehe mal kurz nach oben und dann, warte mal, dann können wir auch noch eben zum Personalchef gehen und uns dann eben noch Buchhalterin, Rechtsanwältin und den Manager mal einkaufen. Hm? Und wie war das nochmal? Zeitungen können wir erst, glaube ich, am Dienstag freischalten. Ich glaube, Dienstags und Donnerstags war es gewesen. Mal Montag, Dienstag, Donnerstag. Ja, gut, gucken wir gleich mal nach. Jede Menge Rechnungen, ist klar. Neue Kühlangebote, war schon wieder so 49. 22 hatten wir, glaube ich, ne? Ja. Können wir immer noch nicht. Das ist noch der alte. Ich hab den nicht vernichtet. Hab auch gerade gedacht, der sieht noch so vertraut aus. Ja. Gucken wir mal, noch ein Kühlangebot. 10.000 D-Mark für Pferdelasagne, Ja. Das ist eigentlich schon eine Überlegung wert. Ja. Ja, allerdings ein Tag Zeit und dreimal fahren ist schon knapp. Vor allem jetzt, nachdem Zeit verstrichen ist. Kokosmilch, Kühlwaren 6.000, Bonn, Bochum. Tja gut, der müsste zweimal düsen. Könnte man theoretisch machen. Machen wir auch. So, was ist das? Rechnung, Elektronik. Frachtversicherung, okay. Obwohl wir haben 7 Tage Zeit, warte mal. Das sind die Rechnungen jetzt für die LKWs. Da haben wir auch 7 Tage erstmal Zeit. Die bezahle ich noch nicht. So. Hoffentlich hast du nachher noch Überblick die ganzen Aufträge reinrauschen. Beim Registrieren heißt ja auch noch nicht bezahlen. Eben. So gesehen. Ich wollte eben was anderes. Na gut, er hat sie jetzt nicht registriert, er hat sie jetzt nur liegen lassen. Ich gehe gleich hin. Ich wollte nur gucken, ob wir jetzt hier schon unsere... Okay, Containergliederzug müssen wir noch einkaufen. Gliederzug vor allem, okay. Gliederzug, okay. Also Sattel geht da nicht. Nee. Gut. Zumindest den Tank haben wir aber schon mal erfüllt, die Tankart. Am ersten Tag, in den ersten Stunden schon. Ja. Ja, und bei Container fehlen uns noch 46. Na dann. Das wollte ich eben gucken und jetzt registriere ich die mal eben. Alle Rechnungen, die haben wir gerade geguckt. Okay.
geht schon wieder los. Ja. Tank.